Italiener. Ui, das ist ja eigentlich der kleine Mafiosi oder was? Weltmeister und Europameister, aber das darf man nicht so laut sagen. Oh, man kann sich das kann man sich immer so hindrehen, wie man möchte. Robin. Wo kommst du her? Ich komme aus Bochum. Bochum. Und was ist deine Lieblingsmannschaft? Meine Lieblingsmannschaft ist Borussia Dortmund. Borussia Dortmund? Ja. Ist für dich okay, hier auf dem Gelände zu stehen? Ich habe ein bisschen Pusteln schon und leichte Rötungen überall, aber es geht. Und bitte! Eins, zwei, drei, Tempo. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und einen noch. Komm, und jetzt! Da ist der Ball. Und Jubel! Sieben und ein bisschen Gas, komm. Acht, neun. Kaschan. Oh, komm. Kaschan. Sauber. Komm. Alter, was ist denn hier? Hey, komm schon. Hey, komm schon. Ins Tor rein. Oh, komm schon! Was ist das denn für ein Tanz da? Falsche Kamera! Sieht nur scheiße, was die macht das. Wo ist die Ballerballer? Dreimal drehen, weißt du nicht mehr, wo das Stadion ist. Brauchst einen Kompass. Muss man einen Menschen nehmen, wo die Kabine ist. Bin froh, dass du ihn getroffen hast, nicht mich, obwohl bei mir die Gefahr ja viel größer ist. Das stimmt allerdings. Gleich noch einmal bei der letzten Übung nochmal richtig Gas geben. Okay? Okay, danke. Danke. Gleich. Ciao. Daniel hat, glaube ich, also wirklich, der hat den Hahn abgeschossen. Nein, das ist falsch. Er hat den Teamkapitän abgeschossen. Ja, bei dem unglaublichen Tempo, das wir da vorgelegt haben. Aber das war abzusehen. Einer musste ihn umschießen. Deswegen. Selbst wenn er keine Koordination hat, hat er mir nicht in den Arsch zu schießen. Und schon gar nicht mit so einer Gewalt, dass er das also wirklich noch 10 Minuten später nachzwiebelt. Manche mögen das. Mir ist es eher unangenehm. Aber gut. Muss man sehen, wie man auch so eine Szene bewertet. Ich hab's mit Absicht gemacht, aber jetzt nicht. Bitte weiter sagen. 120 Kilo. Eine Urgewalt. Nicht nur ihn müssen die Bewerber für einen Platz in der Mannschaft überwinden. So, meine Damen und Herren, ich bin hier mit Marc von Bommel. Wir kommen jetzt zur zweiten Übung. Da geht es ein bisschen um aggressives Verhalten. Wir haben uns einen Abwehrmann hier mit dazu geholt. Und wir werden jetzt mal testen, wie abwehrmäßig natürlich die Stürmer aufeinander reagieren können. Haben Sie das gesehen? Da hat sich einer am Ellenbogen festgebissen bei mir. Wie heißt du? Jochen. Jochen, das ist Scheißname. Knochen heißt du ab sofort. Du bist ein Knochen, okay? Du musst versuchen, den anderen kaputt zu brechen. Das ist hier die Aufgabe. Ist mir klar. Knochen 1 habe ich schon gehört. Alle denken da vorne, du hast einen kleinen Pimmel. Ja? Da musst du auch mal ein bisschen dat jetzt die Aggressivität auf dem Platz ausleben. So wie ich, okay? Und komm, okay, machen wir das jetzt. Los jetzt. Voll ab der Höfe da. Haben wir verstanden? Haben wir uns verstanden? Guck mich an. Guck mich nicht an, okay? Das beeindruckt mich jetzt auch nicht so. Ich meine, haben sich jetzt mal einen Türsteher irgendwie aus NRW geholt, aber das ist mir relativ egal eigentlich. So einen Typen kennen wir in Berlin zu Genüge, Alter. Das ist gar kein Problem. Und was ist mit euch los? Seid ihr müde oder was? Werden die harten Rapper an dem Türsteher vorbeikommen? So, Jungs. Zweite Übung. Fußball ist ja schön, aber ist ein Männersport. Das muss ich kämpfen. Das könnt ihr ja beide. Werner. Jungs, ich will euch sehen, wie ihr unseren Abwehrspieler ausspielt. Ich bin der Marc von Bommel, bin ein knallharter Typ. Hier durch die Ellenbogen, da habe ich schon einige dran verbissen. Und das ist der Knochen. Und wir werden versuchen, euch aufzuhalten. Also versucht es. Und wir werden auch vielleicht ein bisschen provozieren, aber das gehört zum Fußball mit dazu. Ganz normal, nach dem Abwehr ist auch wieder vorbei. Wo ist denn der böse Rapper? Ja. Komm. Du Alter, hier, was? Ach, hast du es gesehen? Kein Foul. Die kleine Perna hier lässt sich komplett fallen. Komm schon. Mach fertig. Was denn? Jo. Auch, 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 auch. Gut. Okay. Gar nichts kommt da, gar nichts. Muss ich mal eingreifen. Sehr gut, Knochen. Komm, nur mal raus, lass die Frau Bommel mal alleine. Der hat so eine große Klappe heute, komm mal her. Lass ihn mal alleine, der hat die Frau Bommel. Komm schon, oh, jawohl, oh, 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 jawohl. Gib oh, was ist denn los, Frau Bommel? Weg da, go. Jawohl, jawohl. Hey. Oh, oh, oh. So. Das
Schuss, den er getroffen hat, eigentlich der schwächere Fußballer Flair. Ja, Bushido Flair sind beides kleine Weicheier, das habe ich sofort gesehen. Abfahrt in den Kindergarten hier. Der Typ ist auf jeden Fall, glaube ich, mehr heiße Luft als alles andere. Der Flair habe ich wunderbar einmal versucht, in die Beine zu treten, hat auch geklappt. Ist trotzdem weitergelaufen. Es ist aber so, wenn du so einen, teilweise so einen großen Körper hast, oder manche würden sagen, wird fett, dann kannst du auch weiterlaufen. Das ist der Typ mit den drei roten Karten? Ja, das für dich genau richtig. Willst du mal gleich sehen? Alles klar, wollte ich nur mal kurz gemacht haben. Komm, Knoche, schön drauf da! Da kommt der nächste mit Carajo, mit Carajo! Sehr ja, gut! Ja, ja, ja! Das habe ich doch gespürt. Bravo, die Spannung! Wunderbar! So will ich das haben! Auf den Penner bin ich sauer, komm! Nicht komm! Komm, Jungs! Verdammte Scheiße! Komm, Knoche, schön drauf da, schön drauf auf den Typ! Oh la la. Oh la, ja. La, 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 hallo. Sehr gut. Können wir das rausschneiden? Nein, das schneiden wir nicht raus. Fabian, Valerio, absolut. Ist schon anstrengend, Jungs. Ja, ohne Wenn und Aber. Hast du es gesehen? Nein, ich habe nichts gesehen. Ganz normal, ich habe nichts gemacht. Nur mal scheiße Ball, muss doch mal gucken. Aber du schmeckst. Ich noch einmal fast zu mir an. Trainer, tut mir leid. Pass auf. Ja, tut dir leid, pass mal auf gleich. Tut dir leid. Nein, tut mir auch gar nicht leid. So sind die nächsten Penner fertig. Dann jetzt schon wieder fertig. Ja, Robin, schön, schön, Robin. Da hat er mich am Trikot gehalten. Ja, genau, ja, am Trikot gehalten. Ja. Mal ausreden, hör auf. Komm. Komm, jetzt Robin, kommt er nicht mehr vorbei. Mach ich alleine, komm. Doch, ruh dich auch mit deinen kaputten Knie. Oh. Wusste ich, dass er daneben geht. Kleine Penner trifft kein Tor. Das war weiterhin auf sehr, sehr hohem Niveau. Hier gerade, da möchte ich gar nicht sagen, wer das Duell gewonnen hat. Also ich habe echt keine Ahnung. Ganz kurz kniept das hier, sexuelle Belästigung, wie er dir auch mal Knie packt. Da kommt Treuer. Jetzt hohe Gewalt und Geschwindigkeit. Jetzt geht es nicht um Technik, sondern zweimal umzurennen. Was, Alter, was? Was? Alter, ich möchte gleich auf den Platz. Pass auf, Alter, pass auf, Alter. Pass auf, Vater, ich kann... Oh, ganz anders mal hier! Ja, was denn? Sind wir hier beim Stabhochsprung oder sind wir beim Fußball? Verdammte Scheiße! Ich will kämpfen! Oh, da kommt der Mann mit dem rasierten Beinchen! Der Mann mit dem rasierten Beinchen! Das Team ist auch wirklich ein kleines Mädchen mit einem kleinen rasierten Stückelbeinchen. Kommt nicht einmal doof und so hätte ich einmal richtig raufgeknallt, dann wäre das Stückelbein durch gewesen. Geh vor in die Offensive! Komm! Jawohl! Hallo. Komm, ihr Mädchen, mal ein Tor machen! Gut, Uli. In dem Wettbewerb würde ich sagen, beide gleich schlecht. Große Scheiße. Müssen wir nicht drum rumreden. Ne? Also viel Glück beim nächsten Vorstand. Ja. Ich dachte, ich bin noch ein bisschen besser, aber ich hatte dann schon ein bisschen Angst um meine Knochen. Das reicht auch nicht für den Van Bommel! Während sich die Kandidaten noch über Van Bommel ärgern, machen sich zwei Fußballexperten in München über andere Dinge Gedanken. Gute Freunde, kann niemand trennen. Hans, grüß dich, grüß dich. Ja, grüß dich, Oliver. Ja, wie schaut's aus? Ah, es schaut okay aus. Ich hab jetzt natürlich so die erste Folge verfolgt auf dem Gelände von Schalke. Richtig, ja. Du kennst ja die Atmosphäre da. Du hast ja oft auch gespielt in der Arena. Wie ist es? Wie ist, worauf kommt es da an? Was ist da wichtiger? Ah, du musst aufpassen, dass du nicht von jeder Banane getroffen wirst. Viele unangenehme Rufe. Es ist eine Atmosphäre, die baut einen aber auf, die putzt dich auf als Oliver Kahn. Da bist du nochmal hier, ganz weit oben. Ja, jetzt pass mal auf. Was mir auffällt, du bist ja jetzt auch Experte. Du bist ja kein Fußballer mehr. Du musst dich einmal anders anziehen. Du kannst nicht die ganze Zeit mit diesem Fußballtrikot rumlaufen. Du bist die Handschuhe, kannst, musst du aus. Du bist ja nicht bei der Gartenarbeit. Also bitte, Oliver. Gut, das hat mir der Johannes Bekerner auch gesagt. Da habe ich gesagt, Johannes, kannst gehen. Dein Job macht jemand anders hier. Jetzt ist er bei Sat.1. Ja. Weißt du, wie es geht. Hast du eigentlich schon gehört, dass jetzt das ZDF als Experten den Jens Lehmann... Hey, Mando! ...mit dem Klinsmann... Hey, auf, ...gekauft hat. Das war mit dem Klinsmann, das hast du ja gesehen. Eine Million wollte er haben für das Spiel. Jetzt hat er sie... Jetzt kann er nicht mehr das größte Spiel miterleben. Das freut mich persönlich natürlich. Richtig. Ein wenig. Sportfreunde Pocher könnten dich gut gebrauchen. Aber ganz kurz, möchtest du mir eigentlich nicht gratulieren? Ja, richtig, du bist ja 40 geworden, ja? Nein, dass die Verena Kehrt wieder neun hat. Ach richtig, den Krug. Ja, genau, ja. Verfolgst du das? Ja, das Privatleben, das verfolge ich nicht. Aber ich gucke es mir natürlich an bei Exklusiv, bei Prominent, bei Red, bei TAF, bei Sam.
bei Sat1 das Magazin, bei News and Stories, in der Bunden, in der Gala, in der Ihnen.